Herzlich willkommen zum Koop Let's Play von Dead Space 2. Ich bin's wieder, euer Phil. Und ja, wir schalten jetzt gleich mal da ein, wo ich Start gedrückt habe. Max hat keinen Bock mehr, Hier deswegen kommt mache die ich das jetzt Kavallerie. alleine. So üblich. Max, keinen Bock mehr. Hier sieht man nochmal. Ja. Dass nichts geschieht. Hat keine Lust. Überhaupt keine Lust. Der Typ. Naja, vor Wut schlage ich mal in die Luft und dann geht's gleich mal los. Rennen wir einfach Welches Schiff mal ist die Eudora? voraus und Bewundere das Rad unter ihrem Kopfhörer. nehmen wir eine Leiter. Normalerweise müsste der Chorpartner die anderen nehmen, aber will er nicht. Und knall mal hier die Oberschenkel ab. Na, es geht auch mal fix hier. Los. Genau, hopp. Nächste Leiter hoch. Bei Extrusion was. Haben sie eigentlich geil gemacht. Hier? Und hier wirst du sogar mal im Ziel trainiert. Munition brauchen wir nicht. Und was ist denn jetzt los? Könnte das sein, dass er sich einfach einklingt? Na, Hat er eine oder doch. Meise? Ich link mich Du! doch auch wieder ein. Du hast Zeig's schon mir eine doch. Meise! Erst hier scheißt du dein WLAN ab und dann geht's los. Da kommst du wieder rein hier. Immer, kennst mich doch. So mache ich das doch immer. Ja. Kaum bin ich weg, bin ich wieder Nee, das ist nicht ein Spiel, so. Du müsst zum nächsten Kontrollpunkt und dann kommt der Co-Partner wieder. Das ist da genial gemacht. Und hier, da drängt er sich gleich vor, die Drecksau. Und nimmt da noch meine Leiter, dann muss ich die andere nehmen. Hat wohl eine Meise. Der Assistenten hält und da hat es mich total zerfetzt. Also, momentan steht's 2 zu 1 im Deadliner. Nee, 1 zu 2. Ich bin ja links. Und ich wollte ja eigentlich einen Deadliner reinbringen. Scheiße, das habe ich jetzt total vergessen. Gut, müssen wir im nächsten Video machen. Absolut göttlich. Hat es mich echt zerfickt. Das wird noch öfters passieren. Denn ich hab so, ich sterbe gerne für den Loot. Alles für den Loot. Ja, ihr bringt's überhaupt nicht. Und was ich da faszinierend finde, ist, wie kannst du da oben sein, wenn ich alleine da hänge? Sag mir das mal bitte. Weil ich Gott bin, ich kann teleporten. Ja. Genauso wie du mir einfach nur meine scheiß Leiter klaust. Soll denn das? Und dann saust man mit Lichtgeschwindigkeit. Oh, das war ja wirklich jetzt gutes Timing. Mit Lichtgeschwindigkeit ab. Und befunden uns hier, wir befunden uns, ja, tun wir Wir jetzt befinden uns gerade im Black Screen. im Lab Screen. Ja. Das könnte sein, aber nein, wir wachen wieder auf. Denn wir wurden jetzt erstmal ordentlich durch den Fleischwolf gedreht, haben uns alle Informationen aus dem Schädel rausgesucht. Der Frontline. Ja, wirklich? Frontline, Ah, ja. hast dich wieder belesen, Drecksack. Das hätte ich mir aufs Hast du was mit Dead Space 1 zu? Ja, ich hab nie mir den Vorplay angesehen, weil ich immer mit dem zweiten gespielt habe. Tut mir echt leid, dass ich so ein Unmensch bin und ein Spiel in äußerst zockgeil bin. Da ist Story erstmal relativ nebenwichtig. Nebensächlich, nicht nebenwichtig. Das klingt ja dumm. Gehen wir gleich mal los. Haben wir erfahren hier, dass sein Sohn und sein Kind gestorben ist. Nein. Na doch, meine Frau, meine. Und nicht mein Sohn und mein Kind. Ach, bist schon Papa? Ja. Wo ist dein Kleiner? Wie alt ist der? Fünf. Fünf? Boah. Ich habe schon früh übt sich, ne? Na, jetzt wollte ich sagen, mit Level 12. Mit 12, ja? Ja, früh übt sich halt. Ja, da haben wir übrigens ein Relikt. Maxl, lässt mir das gerne zeichnen. Es ist ganz klar, dass wir das machen. Und dann wollen wir erstmal hier unseren Weg finden. Oder nicht? Ach, du kannst ja gar nichts. Ja, Badezimmer. Dass er mir mit auf Toilette folgt, ist gruselig. Ja, mein Bodyguard in Rot. Ich find's immer noch scheiße, dass du eine fette Powerrüstung hast und ich nicht. Ja. Und nun fliegen wir in die Luft. Nein, wir sind im Hyperraum. Voll. Mass Effect 3 ist es Hyperraum, ja? Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Oder war das andere Sender? Frozen, Stargate oder irgendwie? Austrittsbarke gesichert. Die Schock Hyperraum. Fünf, ja, ich hab nicht so viele Space-Spiele gespielt. Space.
Mond. Hä? Du hast mehr gespielt als ich. Ich hab die komplette Base, die frei und Freelancer. Ja, Freelancer, das ist halt. Das ist geil, ey. Du weißt ja bald. Das darf auch kein zweiter Haus. Sehr. Das ist der reinste Schuss. Da haben einfach das Geld gefehlt. Irgendeine Spur gut verkauft, würde ich meinen. Ich empfehle diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung. Ich dachte, du hast mein Trinken. Ich war schon völlig entsetzt, aber meins ist schon wieder leer. Brauchst du dich einmal in den Kopf schütteln? Ich mach nochmal Vorhänge, dass deine Trinken klappt. Das bringt mich jetzt. Das wenn ich das scheiß Schloss abnagen muss, das ist mir egal. Ja, aber wenn ich Durst hab, denke ich nicht viel nach, sondern tue Ertaten. Tue Ertaten, genau. Oh. Ah, doch, wir fliegen doch in die Luft. Ist ja top. Wir kommen raus. Hä, waren da nicht irgendwelche Wrackteile? Das kann man immer sehen. Unser Pilot ist einfach nur unfähig. Nein. Ich glaube, das hätte ich sein können, der geflogen ist. Nehmen Sie die Verkleidung und stopfen Sie die Tür. Ich hab's halt drauf. Alles, alle unsere Teammates sind zerfetzt. Du, wir haben überlebt. Genau so muss es sein. Warum? Nur weil ich ein guter Schütze bin. Ach, du warst scheiße. Jetzt wärst du ein ordentlicher gewesen, hätten wir uns gar nichts getroffen. Flasche. Aber dazu später mehr. Dass ich mich abschießen durfte und jetzt ausweichen muss. Das ist viel zu hektisch. Ohne Witz, ey. Ist das hier die Folge mit dem ersten Weltraumquartier? Nein, es ist noch nicht die Folge mit dem ersten Weltraumquartier. Das wisst ihr. Natürlich ist das die. Nein. Du kriegst das nicht. Scheiße, die Deadliner geht hoch. Ach du Scheiße. Hey, jetzt bin ich da nicht schon an 21 Minuten verreckt. Ich weiß es nicht mehr. Das kommt jetzt da. Ja, oh, das ist schlimm. Ich glaube, da müssen wir beschleunigen. Eieieiei. Schnell, Anzug her und bam. Jetzt krieg ich endlich auch mal einen Power-Anzug hier. Naja, überleg mal. Guck mal, ich habe mehr Rüstung als du, denn ich habe nur die fette Bomberjacke drin. Ja, und ich habe eine Jacke drin. Was? Das ist doch mehr. Du wurdest freiwillig nicht dabei, du hast nicht an deinen Helm rangekommen. Ja klar, Mann. Was soll stecken? Naja, warum hab ich auch nicht gleich einen Anzug an? Ja, hier sind wir meine erste Flugstunden. Es ist äußerst amüsant, erstmal austesten, was hier wo ist. Und da ist Speed. Ja, ein bisschen unkoordiniert bin ich schon. Ich glaube, an der Stelle habe ich erstmal gedacht, scheiße, ich muss hier kotzen. Weil einfach nur ich nicht wusste, wo oben und unten ist. Nee, so schlimm ist es nicht mit mir. Weil da bin ich wieder und hab's versucht, das Ding hochzumachen. Als du das nicht hingekriegt, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt machen müssen. Und jetzt düsen wir hier aber richtig mit Speed ab. Und er legt uns ab und hier sehen wir den ersten Spaziergang. Es ist wirklich in der Folge. Ich geh in Arsch. Tot. Du musst da ausweichen. Ach, ich muss da ausweichen. Und da geht's dann schon mal besser ab bei mir. Ich kann's schon, ja. Meme, ne, wenn ich sowas gedacht. Man kann nebenbei sogar schießen, hab ich gemerkt. Später. Und ja. Ihr müsst euch das mal reinziehen, wie auf einmal alles hier wechselt. Ich weiß nicht, wo ich hinfliegen muss, weil einfach nur alles mir entgegenkommt, wenn man da einen großen Fernseher hat und davor sitzt, weiß man nicht, wo man hin ist. Völlig unkoordiniert irgendwo. Ja, da hat's mich erwischt, aber nur an der Fingerspitze, ne? Aber mit so einer Geschwindigkeit hackt ihr das eigentlich die Boote ab. Ah, da geht's schon wieder los. Das ist wie bei der Autobahn, wenn du so kleinen Stein runterfährst. Jetzt sind wir schon bei 2 zu 3. Ich muss noch an den Deadliner rein. In der nächsten Folge kommt der Deadliner. Versprochen. Und ich denke, dann vergesse ich ihn auch nicht mehr. Ja, es ist unglaublich. Vor allem, warum fliegst du eigentlich immer oben lang?
Da ist es sicherer. Ja. Es ist so unfair. Ich bin schon wieder gestorben. Es ist unglaublich. Aber es ist wirklich wahr. Okay. 2 zu 4. Ne, 4 zu 2. 4 zu 2. Ich bin links. Ich verraff das nur. Also, du kennst doch, der Esel nennt sich immer zuerst. Bei uns ist das was anderes hier, wenn wir uns anfangen. Aber ich bleibe standhaft und fliege immer unten. Ne? Schon allein, wenn ich das reinzieht, ist es zwar immer dasselbe. Eigentlich müsste ich den Ablauf drin haben. Aber irgendwie auch nicht. Denn da hat mich gerade eine Mine erwischt. Warum hat mich da eine Mine erwischt? Sag mir das bitte. Wo kommen die Minen her? Ja, das sind wir bei 5 zu 2. Ja, 5 zu 2. Unglaublich, aber boah, ich glaube, das geht wirklich jetzt bis 20 Minuten hier so. Nee, nee, ach, ich bin ja glaube ich nicht so verrückt. Nur auch schon, Firma. Ja, Firma. Das war ich so gerade perplex. Unglaublich. Aber so schön positiv gefühlt. Positiv gefühlt. Herrlich. Mann, da hättest dich fast erwischt. Der Scheiße, ey. Ja, habt ihr das gesehen, wie ich ausgewichen bin? Ist einfach nur drauf. Glück, pures Können. Machen da nochmal Flugstunden. Auf Hardcore, da wirst du sehen, dass wir dann einfach nur wieder am Anfang kommen an dieser Stelle. Ich glaube, das müssen wir überspringen. Ah ja, wir haben es ja geschafft. Oh, wir haben es echt geschafft. Wunderbar, es steht 5 zu 2. Ist dann Mimi verguckt dabei. Ich bin auf vollem Schub. Es wird langsamer. Okay. 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 Das machen wir lieber nicht. Das ist einfach unerfahren. Ja, das wird man gleich mit so einer Scheiße konfrontiert hier, ey. Das ist doch gleich. Tod und Zerstörung. Mehr Tod als Zerstörung war das. Nee, nee, mehr Zerstörung als Tod. Hast du gesehen, wie viele Teile kaputt gegangen sind? Hast du gesehen, wie oft ich gestorben bin? Genau, und da sind viermal so viele Teile dann da rumgeflogen. Also, ja, siehst du? Das ist ein Schiff, was so viel kaputt gehen kann. Da kannst du mal sehen, wie es abgeht. Wir hatten sich da eingelinkt. Ah, nee, ein Erfolg. Ja, da versuche ich zum ersten Mal. Wie machst du das, Max? Ja, ich bin halt hier äußerst der Kack-Noob, der echt dieses Spiel eigentlich nur einmal angespielt hat und das war, glaube ich, jetzt Best 2. Und ich fand es nicht so berauschend. Und natürlich, Max hat schon auf dem PC gespielt. In einer. Wie sagen wir PC-Version? Wir sagen einfach PC-Version. Mhm. Gibt so verschiedene PC-Versionen. Okay. Mhm. Ja, ja. Aber dafür verschiedene Ausführungen. Klar. Ja. Ja, genau. Da haben wir das Problem schon. Ich hab so eine geile Hand dabei. Ja, genau. Mann, ja. Ja, ja, genau. Ich kann sie von dieser Seite aus heilen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Der Seehandel, ja. Der Seehandel, ja. Ist es der Seehandel gewesen, ja? Kennst du nicht den Seehandel? Ich kenn den Seehandel. Der Seehandel hat ja mal was auf deinem Laptop hinterlassen. Einer ich dich nur mal dran. Das war ein geiler Zehhandel. Ach ja, das war so heiß. Dazu später nicht mehr. Wie kommen Sie darauf? Die Blutflecken an der Wand sind im Kopfhörer. Kein gutes Zeichen. Ja. Ach ja, ja, jetzt sind wir eigentlich von der Folge schon. Wir sind von der Folge ganz schön abgekommen. Und ich irre immer noch hinter dir her. Ich laufe dir immer noch her. Hier frage ich mich immer noch, wie es geht. Nein. Zu dick.
Was müssen wir hier machen, Max? Wo holst du das Teil her? Ah ja, er ist weggelaufen. Gucken wir mal hoch. Da kommt er angerannt. Max hier. Warum kommst du hier hoch? Und dann. Ja, ich finde es mal ganz amüsant, wie eigentlich deine komisch roten Glyphen mir einmal an den Bildschirm reinblitzen. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich das sehr hell eingestellt habe. Ich muss die kleinste Schraube in der Ecke sehen. Und hier sieht man zum ersten Mal eine Werkbank. Eine voll funktionstüchtige Werkbank mit Komplikationsstörung durch Max, weil er sich nicht bewegt und das Teil da reingeschoben hat. Aber wir haben eine Werkbank gefunden. Und hier sieht man alles erstmal wunderschön erklärt. Deswegen zieht sich das jetzt erstmal hin. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Und jetzt die Werbung. Nein, bei uns gibt es keine Werbung. Das ist kein YouTube-Partner. Wir brauchen sowas. Ja. Hä? Mitten im Video Werbung? Das können wir auch machen. Das ist klar, mitten im Video. Einfach. Und dann Werbung. Nehmen wir einfach Pro7. Fertig. Und dann. Und. Es geht ganz einfach, Max. Das ist. Total leicht. An dieser Stelle besteht Erklärungsbedarf. An dieser Stelle, die erste Werkbank, wo ich dran war. Wir haben ja neue Waffen bekommen. Ach so, ja, aber was hier jemand nicht gesagt hat. Ja. Oh, du bist ja ganz aufgeweckt. Ja. Das wissen wir, gell? Wunderbar. Aber nein, hier können wir erstmal Kunden erstmal so ein bisschen rumspielen. Neues Diagramm ist das. Da können wir ein komplett neues Ding machen. Und hier kann man schon vorgefertigte Teile machen. Max hat gesagt, mach den Bogen. Mach ich natürlich den Bogen. Der hat Erfahrung. Und hier kann man dann mal tauschen. In der Mitte ist, wie heißt der Tresor. Und links und rechts sind halt deine Waffen. Auswählen kannst. Ich habe es in den Tresor reingemacht, weil ich gedacht habe, ich habe da meinen dritten Platz frei, aber sowas gibt's nicht. Man hat nur links und rechts die Waffen und wenn man nach oben kriegt, man später noch einen Bot. So ein scheiß Kabelfresser. Ja. Kannst du immer nachts in dein Bett schieben. Weiß nicht, ob du es immer noch so geil findest, wenn es dann nach Kabeln sucht. Dauert sogar sehr lange. Das weiß ich nicht, aber danke für die Ausführung. Und hier sehen wir die neuen Waffen. Zwei Stück sind es. Ganz da, wo ich jetzt drauf bin, das ist der Bogen. Und wir hatten erstmal die scheiß Schrott Maschinenpistole einen Schuss mal weglegen. Wo wir das Ding eine ganze Weile weit dabei hatten. Was? So nur hier in den ersten 10, ersten zwei Folgen. Die Schrott mit der Einschuss hier? Nein, nein, das ist nur die Einschuss. Da war der Einschuss. Maschinenpistole Einschuss. Ah, so, du meinst die Kneipen. Genau, ach, ich hab schon die Dings ausgewählt. Top. Ja, hier haben wir gerade unsere Waffe gesehen, mit der wir die ganze Zeit dann rumrennen. Mit der hat auch die Einschuss drauf. Aber die hat noch eine wunderbare Funktion. Sie nennt sich Schrotflinte. Diese Schrotflinte ist äußerst geil, denn die Schrotflinte macht böse Aua. Bei den kleinen Zombie-Monster, Viechtern, Alien, Freckels. Dreckviechter. Macht aber noch tonnenweise Damage und man kann auch damit auf eine sehr große Range gehen, wenn man gut zieht. Also triffst du nicht. Also triffst du doch nicht. Natürlich. Und hier sehen wir die andere Waffe dazu. Die ist auch total lustig. Die hat so ein Plasma-Strahl. Das nehme ich auch jetzt mit, das Teil. In den nächsten Folgen. Und da schießt die Schwein. Das baut ein Elektro-Ding, aber es ist einfach viel zu langsam. Aber sonst ist es richtig cool. Hier sieht man mal sogar die Anwendung. Wie, bam, wie ein gigantischer Bohrer, nur dass ein Bohrer halt nicht seinen Kopf wegschießt. Ja. Leider kann man nicht auf seinen Partner schießen. Der war tot. Und damit, wie ihr seht, halte ich mich noch mit der Werkbank ein bisschen beschäftigen und noch ein bisschen hier Zeug ablegen, hat Max noch empfohlen, also machen wir das da mal. Er ist ja hier ein Experte gewesen, immer noch. Und ja,
Nur leider ist so eine Werkbank äußerst geil, wenn auch noch Informationen von hinten kommen. Ey, hier, Werkbank, Baba, hast du noch was? In der Werkbank, wo soll noch was sein? Und dann gehe ich schnell in meine Werkbank. Und genau hier stoppen wir und wir sehen uns in der nächsten Folge.